Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Enshrouded zusammen mit dem Dahubex. Mit Toxi auch. Hi. Hui. Wir haben es in der letzten Folge in diesen Turm reingeschafft und trotzdem jetzt der Parcours-Rätsel hier. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal da hinten geradeaus, wo ich hier stehe, hin. Da ist nämlich der nächste. Ich wollte schon sagen, dass mein Zauberstab Licht macht hier, aber hier oben ist Licht. Aber dein Zauberstab brennt. Der ist voll. Ja, also ich Eis und Feuer, ha? Ja. Ziemlich du solltest nice. Ein Lied drüber schreiben. Ein Lied von Eis und Feuer. Oh. Ah, so, ich. Ja, aber ja. Ich nehme mal den Gleiter. Mach mal. Hui. Den sollte ich echt schreiben. Hm? Hui. Oh, oh, nein, nein. Oh, oh. Alter, der ist safe. Ganz knapp. Safe. Aber so ging es mir auch. Ja, der Gleiter ist echt so ein bisschen verzögert, ne? Also da muss man. Ja. Ich bin fast zu weit geflogen erst, deswegen. Ja, ja, weil der auch so verzögert losgeht. Das ist echt so, wow. Der Aha-Effekt. Das ist nicht so gedacht wie in Palworld, wenn wir den Vergleich schon wieder ziehen wollen. Ja. Sind beide Survival Games, ist valide. Ist valide? Wo bist du? Ach, bist du nach oben? Ich bin hier halt, ne? Ja, geh mal die Treppe runter. Ach so, ist schon offen, warte, ich habe hier nur abgebaut und. Achso. Nee, ich wollte nur sagen, weil hier ist der nächste Teleporter. Hier geht's weiter. Ich meine, hier sind auch noch Uhren wieder, aber ich weiß nicht, ob da was Nützliches drin ist. Ja, keine Ahnung, ich nehme es halt alles mit, weil. Warum nicht? Ja. So, so. Solange hier Ingus ist. Ganz viel Wachs. Also die Metallplatten sind sicher wertvoll. Ja, das sind die tatsächlich. Also, da habe ich schon ein paar gefunden in den Containern. Oh, hier ist krass, da geht's nach draußen. Ja. Das ist schon ganz schön hoch. Ich kann unser Haus von hier nicht ganz sehen. Das ist, glaube ich, falsche Richtung, ne? Nee, das müsste, da unten ist die Brücke. Das schaut genau in unsere Heimat. Das ist da hinten hinter den Bäumen da. Genau, dort war der kleine Mist Neighbor ist. Ja. Ja. Nice. Wo es so ein bisschen entschroudet ist. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gleich oben sind oder ob noch eine Etage kommt. Ja, sehen wir dann, wenn wir überfallen werden. Oh. Da sehe ich schon Fallen. Das ist ja ganz toll. Oh. Mm, da sind wir sicher sehr gut, Toxi. Ja, das wird super. Ich sehe, dass wir das im First Try machen, auf jeden Fall. Jo, mindestens. Gibt's hier irgendwo einen Enterhaken oder was? Was war stattdessen? Schaut. Vielleicht solltest du dich vorher heilen. Ich weiß halt nicht, wie viel Damage das macht, ja. Ich glaube viel. Ja. Ich mach mal. Tschüss, Toxi. Oh shit, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich habe nicht viel Schaden genommen. Aber hier ist ein Zwischenraum, vielleicht kannst du da anhalten und nicht gleich rumrennen. Ist da was drin? Ja. Ich baue mal ab, ich probiere mal. Stein. Also ich habe irgendwie keinen Schaden bekommen von den Stacheln, aber ja. Das sind Fake-Stacheln. Mhm. Oh! Nee, sitze nicht. Ich habe versehentlich den Gleiter benutzt, statt gesprungen. Geht's hier irgendwo hin? Ja. In einem Raum. Ach du Scheiße. Oh nein, der Boden ist wirklich Lava hier. Ach du Scheiße. Wollen wir jetzt andere Seite hingehen? Das sieht irgendwie sicherer aus. Ja, okay, du willst da lang? Na hier, gut. Hier kommt man hoch auch, ne? Ja, ich guck mal, vielleicht ist der andere Weg. Achso, hier ist schon ein Teleporter. Ja, dann schauen wir mal woanders hin. Ja. Bevor wir hier die nervenaufreibenden Dinge betreiben. Was gibt's denn hier? Hier ist ein Klettergerüst. Ist das wieder sowas zum Schießen da oben? Kann man das schießen? Wo siehst du was? Da oben. Nee, das ist sind nur die Marker, ob das schon aktiviert wurde. Achso. Ich schätze, wir müssen hier hoch. Hier kann man klettern. Das ist eine gute Frage. Ja. Oh, hier sind schon wieder Stacheln. Hier ist ein Schalter. Hier ist eine Kiste. Das ist auch gut. Magierstabladung, Stufe 5. Gönn dir. Eisbolzen und Feuerball. Ja, nimm. Der Feuerball ist sogar Stufe 10, die machen 51 Schaden. Sehr geil. Okay, das ist ziemlich. Oh Gott, ich kann das nicht mehr nehmen. So voll? Ja.
Du kannst mir ja mal Sachen schicken, die ich stacken kann. Stein zum Beispiel, Wachs. Honig. Ah, du bist zu weit weg gerade. Du müsstest auch hier rüberspringen. Gerade. Bin da. Moment, ich... Alles. Den Wachs kannst du nämlich nehmen auch. Genau, alles was ich stacken kann, kann ich ja dann nehmen. Die alten Bücher lösche ich mal. Salz wirst du auch wahrscheinlich haben, ne? Ja, habe ich. Okay. Und mit, ich gebe dir noch die Pflanzenfaser, weil du der Pflanzenfaser-Mensch bist. So. ja, und Knochenmehl wirst du wahrscheinlich auch haben. Habe ich auch, mal. Ja. Kannst du mir so. Auch schicken. Okay, habe ich gegeben. So, perfekt. Ich habe die Ladung. Und das heißt, ich könnte jetzt den Staff eigentlich benutzen, den ich im Lager habe für Notfälle. Ja. Wir haben jetzt ein von zwei Sachen aktiviert. Ich wollte gerade sagen, wo ist der zweite, ne? Hier ist aber nichts. Wird wahrscheinlich im Feuerraum sein. Wahrscheinlich. Nehme ich stark an. Weil wenn man hier nach links geht, geht noch eine Treppe, also eine Leiter hoch. Ja, okay, dann auf geht's. Mach du mal erst, nicht, dass wir in eine Quere kommen. Die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Bestimmt ist da irgendwie eine Enterhakenstelle. Ach nee, da ist doch Gitter zum Gittern. Ja, ja, Leitern. Aber wie komme ich da zu dem Block rüber? Das ist die bessere Frage. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, das mit dem Leiter vielleicht. Aus. Ja, ja, aber ich muss zu dem Block erstmal rüberspringen, ne? Ja, ich schätze, mit Anlauf geht das. Moment, ich teste mal aus, wie weit ich hier rüberspringen kann. Also man kommt weiter, als man denkt. Ja. Ein bisschen Anlauf geht das eigentlich. Schauen wir mal. Hier draußen ist noch eine Kiste. Also Toxi, falls ich sterbe, ne, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Ne? Ja, alles klar. Oh ja, ich hab's geschafft, easy. Oh Gott, dafür habe ich hier den Sprung fast nicht geschafft, weil ich mich nicht festgehalten habe. Jetzt habe ich Sorge, dass ich das Nein! nicht schaffe. Keine Ausdauer mehr. Oh, scheiße. Das sind solche Profis, ey. Ja. Ah, ich schaff's von hier auch. Meinst du? Sieht nicht so aus. Nee, da bin ich. Ich bin schon ganz auer wieder. Muss also einen Heiltrank trinken, obwohl mir das weh tut. Ah, so, mit ganz viel Anlauf schafft man's. Ja. So, ich hoffe, meine Ausdauer reicht, um da hochzukommen. Oh, das wird ganz knapp. Oh Gott, das war auf dem letzten Drücker. Hier ist nur der Schalter, du brauchst also nicht kommen. Gut, dann loot ich mal. Dann mache ich mal das Wichtigste. So, was ist da drin? Da ist was für dich drin, wieder Toxi. Ja, also, du hast den schon, glaube ich. Schau mal. Fantasie, ja, kannst du nehmen. Okay. Kannst du salvagen, also heißt das auf Englisch. Kannst du zerstören, dann kriegst du da diese Runen für. Okay. Oder ich habe ja einen anderen Bogen im Moment auch noch, ne? Also, ja, ich meine, also die Runen kann man ja benutzen, um seine Waffen abzugraden. Das heißt, die brauchen wir sowieso immer mal. Das heißt, alles, was man an Equipment nicht brauchen kann, kannst du zerstören, dann kriegst du die Runen. Okay. Gut zu wissen. Mir steht halt nur löschen, ne? Statt zerlegen. Achso, löschen, löschen ist nicht gut, warte. Ja, bei mir steht es nicht bei jedem. Hast du nicht drei Optionen? Also schenken, dann kommt was anderes und dann löschen? Ja, ja, aber zum Beispiel bei den ersten Sachen, die ich gebaut habe, die waren zum löschen. Achso, ja, das geht nur bei Sachen, die man lootet und die eine Verzauberung haben. Okay. So, ich warte hier am Teleporter auf dich. Stimmt, der Bogen macht 27 Runen theoretisch. Ja, wie gesagt, und um unsere Waffen abzugraden, braucht man die halt immer. Oh, jetzt muss ich nochmal durch die Lava springen. Aber nur das kurze Stück. Gut, das... Ich schaff das, ja. So, sind wir jetzt oben oder kommt noch eine Ebene? So, steigen wir auf, Toxi. Steigen ja, hoch. Ah, wir sind oben. Hochschweigende Wir Warte. Sind oben. Jetzt können wir hier mit der Ist Flamme man oben, kommunizieren. Wird man uns loben. Wissen der Bauer. Hm? Kann nämlich hierhin schnell reisen jetzt zur Turmspitze. Nice. Das Und man hat hier uns. Eine ziemlich geile Aussicht, wenn du mal hierhin guckst. Ja, da blinzeln uns schon das nächste Gebiet entgegen, ja. Ja.
Da wir einen Gleiter haben, kann man nämlich quasi von hier oben runterspringen und einfach... Kostet es nicht aus, dort zu gleiten? Doch, doch. Ja gut, das ist dann nämlich die nächste Sache, schaffen wir. Weiß nicht, wie weit man kommt, ne? Habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Ich mach mal das hier kaputt, vielleicht bringt es noch was. Ah ja, ich gebe hier nochmal Wachs. Ist halt ärgerlich, dass gerade dunkel ist, ne? Man gar nicht sieht, wo man hingleiten würde. Ja. Weiß gar nicht, wo ist eigentlich unsere Heimat? Hier nicht. Warte mal kurz stehen, ich gebe dir nochmal das Wachs, dass ich das nicht jetzt mitnehmen muss. Schenken, alles, bam, so. Müsstest du wieder haben. Ja, danke dir. War das hier in dieser Richtung? Nee, auch nicht. Nee. Richtung Schrein im Berg irgendwo. Wahrscheinlich da drüben. Hier ist das ja. Ja. Da ist ja, die Brücke. Ja, wollen wir es riskieren? Ich meine, ja, müssten wir eigentlich, ne? Für den Content. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, Toxi, ne? War schön mit dir. Jo, gönn dir. Tschüss, Toxi. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Du hast ja den Ausdauerring, ich schick dich vor. Ja, aber ich... Oh, ich kann noch zurückziehen auch. Und, hast du geschafft? Ich bin irgendwo an der Wand hängen geblieben. Und aber ich du bin lebst? Fast ich bin auf einer anderen Ruine drauf. Oh. Aber ja, es geht. Du schaffst es easy, runterzukommen. Ja, ich falle erstmal, bevor ich den Gleiter aufmache. Das habe ich gerade gemerkt, ist ja eine Option. Ja, ich bin jetzt direkt unter dir. Jetzt. Hallo. Ja, ich versuche bei dir in der Nähe zu landen. Ich bin jetzt auch bei diesem kleinen Turm. Ja, ich bin jetzt gerade schwebig zur Brücke. Achso, au, oh, du bist schon weiter. Ja, ja, ich bin unter dir durchgeflogen. So, bin genau bei der Brücke gelandet. Sehr gut. Das geht ja, das geht gut. Ja, und was genau, man kann ja erstmal warten, bevor man den Gleiter überhaupt aufmacht, ne? Dann ist es auf jeden Fall hilfreich. Ich weiß gar nicht, ob wir in diese Richtung über die Brücke zurückkommen. Schauen wir mal. Ja. Wird schon gut gehen. Oh. Wow. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter, das ist schon mal gut. Also mein Zauber macht tatsächlich ein bisschen Licht. Ja. Ja, tut er tatsächlich. Ich bräuchte dafür halt eine Fackel, so, ne? Ich glaube, da müssen wir wieder rüber gleiten. Oh, wenn ich springen will, geht automatisch da runter. Warte mal. Ja, scheiße, stimmt. Easy. Ja, auch aus dieser Richtung ist leichter, würde ich sagen, als aus der anderen. Guck mal, haben wir zumindest ein kleines Ziel vom Spiel schon mal geschafft. Wir haben zwar noch keine Gegner besiegt, aber... Genau, ja, wir sind so geskillt, das ist ja kein Problem. Aber den Turm haben wir geschafft. Vor allen Dingen, wir sind noch immer Level 2, das verwirrt mich so krass. Ja, man levelt hier wirklich ultra langsam, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Oh shit. Oh shit! Tschüss, Toxi. Kannst du mich holen kommen, eventuell? Deine Sachen... Achso, ich kann dich aufheben, ne? Achso, wenn die Sachen da liegen, dann brauchst du mich nicht holen, dann respawn ich einfach. Ach, ich bin oben auf dem Turm wieder gestartet, wie scheiße. Deine Sachen liegen auf der Brücke. Auf der anderen Seite. Gut, dann gehe ich da vielleicht gleich selber hin. Ich guck mal. Du kannst dich ja nach Hause teleportieren und dann hinlaufen. Oder du fliegst genau jetzt direkt auf die Brücke. Das genau, das war mein Plan da. Oder nicht auf die Brücke, das habe ich Angst, dass ich das nicht packe, aber zumindest vor die Brücke. Ja, probier mal. Das wäre sicher episch, wenn du jetzt reinfliegst in mein Bild. Ich habe perfekt eine Aussicht auf den Turm gerade. Ich guck mal, was ich schaffe. Ich fürchte, ich habe nicht genug Ausdauer dafür. Nee, ich komm wenn du es hierher schaffst, wäre das ein tolles Thumbnail. Ja, aber dafür reicht meine Ausdauer tatsächlich nicht. Ach, Toxi, glaube an dich einfach. Nee. Ich hab's an den Anfang der Brücke habe ich es geschafft. Oh, schade, hab dich gar nicht gesehen. Aber vielleicht kannst du mich gleich wieder sehen, wie ich falle. Ja, ja, gut, dann nehme ich das als Thumbnail. Das ist auch gut, ne? Ja. Dann ich bin ja willens, dir eine Show zu liefern. Genau, ich schneide es einfach vom letzten Mal raus, wie ich runtergefallen bin. Und schneide es einfach rein, wie du runterfällst. Genau, ja. Weil ich das sicher mache. Ich sehe einen Toxi, er kommt schon langsam her. Und ich sehe mein Loot, das ist sehr beruhigend.
Also scheinbar, wenn man runterfällt, dann bleibt der Loot immer da, wo man vorher war. Ne? Das ist auf jeden Fall echt gut. Das ist ein bisschen nice. So, wie komme ich da jetzt rüber? Mit dem Gleiter? Wie hast du das gemacht? Springen und gleiten, ja. Ah, okay. Nice. Ich glaube, ich habe eben den Absprung nicht geschafft. Wahrscheinlich. So wie ich beim Skispringen manchmal. So. Kann ja auch nicht jeder hier so gut sein wie ich beim Skispringen, ne? Ja, genau, ja, das stimmt. Ah, da ist schön. Da sieht man schon die Miasma-Stufen, dann der rötliche ganz dahin. Ja, mir graut's schon davor. Ziemlich miasmig. Ganz, ja. Oh, diese Glühwürmchen. Kann ich die sammeln? Ja, kann ich tatsächlich. Hier ist eine Ziege. Ja. Ich habe die Ziege angezündet. Ja, vielleicht kommt da ja dann Fleisch raus. Nee, habe ich nicht das Feuer. Ich probiere mal die Miasma-Kreaturen hier. Ein bisschen. Oh, der Feuerding ist auch effektiv sogar. Ah. Huh. Nicht nur Eis, sondern Feuer auch. Okay. Er macht irgendwie gefühlt ein bisschen mehr Damage sogar. Ah, ist doch gut. Obwohl eigentlich steht es. Also ne, nur die Viecher waren gegen das jetzt sehr effektiv, okay. Der war so. Gegen den Eis normal, komisch. Dafür habe ich einen Stofffetzen, das ist immerhin mal was. Okay. Sehr so. Gut. Ich glaube, wir brauchen mehr Kisten, ne? Jo. Machen wir gleich eine Kiste für rein Potions. Weil ich schätze, dann bekommen wir noch viel mehr. Ja. Wir können mehrere Kisten bauen, wir werden auf jeden Fall noch Kisten brauchen. Wir könnten jetzt einfach mal so ein bisschen Management hier machen und dann vielleicht beim Haus nächstes Mal weitermachen. Genau, das hatte ich mir auch gerade überlegt. Weil sollen wir denn das Schritt Management in den Zuschauern vorenthalten und quasi die Folge schon mal beenden? Genau. Können wir machen. Alles klar. Dann machen wir ein bisschen zwischen den Folgen Kosmetik und dann. Genau. Dann machen wir so ein MTV Cribs-Style-Video. Genau, ja. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und ich bedanke mich bei dir, Hubex. Ja, immer wieder gerne, Toxi. Immer wieder gerne. Macht immer wieder Spaß. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.